Moin Leute, was geht? Mein Name ist JudoGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar heute mal geht es mir um dieses schöne Spiel hier. So, und zwar um GTA 5. Und zwar, ich würde gerne mal so eine Art Spielebewertung dalassen. Und zwar würde ich gerne dieses Spiel bewerten. Und zwar die Maximalpunktzahl sind 100 Punkte. Und 100 Punkte ist das Spiel natürlich noch weit entfernt. So, GTA 5, ein Spiel von Rockstar Games. Ich habe es ja auch gespielt, es ist ein super gutes Spiel. Ein gutes Spiel, was natürlich auch irgendwie auf Dauer irgendwie langweilig wird. Besonders die Protagonisten sind langweilig auf Dauer. Michael, Trevor, Franklin werden auf Dauer irgendwie langweilig, weil die irgendwie immer gleich sind. Und ja, du hast halt zwar eine riesige Spielwelt, hast Tiere in dem Spiel und viele Autos, viele Flugzeuge, aber in meinen Augen ist das halt der Hauptfokus von GTA 5 natürlich der Online-Modus, weil da hat man Freunde, da kann man wirklich was machen, da kann man wirklich mit den Leuten zocken, aber wer dauerhaft den Singleplayer zockt, bei dem wird es natürlich auf dauerhaft langweilig, ist ja klar. Ich weiß noch nicht, wo ich das scheiß Mikrofon hier hinmachen soll, ist mir auch egal jetzt. Auf jeden Fall, es ist erstmal ein sehr tolles Spiel. Ich will das Spiel ja nicht schlecht machen. Und dieses ganze Hochgezoome, das nervt irgendwie auch. Und dieses Runtergezoome und dann diese Kamera, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Trevor wechsle, dann wird erstmal so eine kleine Filmsequenz gezeigt. Und wenn man es mal eilig hat, das nervt einfach nur. Oder wenn ich zu Franklin wechsle, erstmal in seine Wohnung, erstmal nach 30 Sekunden kann ich erstmal gar nichts machen. Ich drücke hier rum. Und erst dann ist dieser Film abgelaufen und dann kann ich mit diesem Franklin da spielen. Es gibt schon einige Dinge, die nerven. Aber natürlich, das hat eine große Spielwelt, wie für GTA natürlich so üblich ist. Und das ist natürlich toll. Das finde ich toll, eine große Spielwelt. Aber natürlich auf Dauer finde ich es langweilig. Für mich sind Spiele irgendwie. Ich kenne bessere Spiele. Ne? Natürlich, das ist natürlich GTA. Aber. Es gibt für mich bessere Spiele, aber jetzt mal zur Bewertung von diesem Spiel. Das Spiel hat einen Online-Modus, das ist schon mal sehr gut, es hat eine große Spielwelt, die Grafik passt auch, ist auch in Ordnung. Viele Autos, viele Motorräder, viele Flugzeuge, viele Fahrzeuge. Missionen sind in Ordnung. Gibt wirklich einige Missionen, die machen richtig Bock, die machen richtig Spaß. Und Action ist auch drin. Ich gebe diesem Spiel mal, sagen wir mal, 85 Punkte. Ne? Gut. Ich denke mal, das ist ein gutes Spiel. Aber natürlich gibt es dann bessere Spiele in meinen Augen. Fallout 3, Skyrim, Fallout New Vegas, Oblivion. Nur mal ein paar Spiele aufgezählt, die natürlich locker über 95 Punkte kommen. Aber natürlich ist einfach so ein. Auf Dauer macht es mir einfach keinen Bock mehr, gell? Muss ich ganz ehrlich sagen. GTA 5 wird echt nach einer Zeit richtig langweilig. Sehe ich auch in den Internetforen. Ich werde auf jeden Fall mir bald eine PSN Plus Karte kaufen und dann werde ich online zocken. Da denke ich mal, werde ich mal wieder richtig mehr Bock haben, auch GTA 5 zu zocken. Aber zur Zeit möchte ich einfach Real-Life-Videos machen und euch einfach ein paar Themen erzählen. Zum Beispiel mal ein Video machen, wo ich mir vielleicht ein Bier hole. Und dann vielleicht mal auch ein Bier teste und dann mal auch mal eine Note für ein Bier gebe oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sowas. Und über einfach alltägliche Dinge reden. Wissenswertes. Und ich weiß natürlich, viele haben meinen Kanal nur dadurch abonniert, weil ich Gaming-Videos mache. Aber nur weil ich Gaming-Videos mache, heißt das nicht, dass ich jetzt. Oder nur weil ich damals viel Gaming-Videos gemacht habe, heißt nicht, dass ich jetzt auch noch mehr Gaming-Videos mache, sondern ich mache einfach das, worauf ich gerade Lust habe. Und ich habe gerade Lust auf Real-Life-Videos und, ja, genau. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Let's Plays vorbereitet, die kommen vielleicht dann auch irgendwann mal raus. Und ja. So sieht das dann aus. Oh, Kopf! Oh, mein Rücken! Tut mir leid, ich bin ein bisschen, alt geworden. Ich penne ja die ganze Zeit und meine Muskeln haben sich natürlich dadurch, ein bisschen zurückgebildet. Sorry dafür. So. Kleine Bewertung zu GTA 5, das ist die PS3-Version, da habe ich schon viel Spaß gehabt mit dem Ding.
super gute Spiel hier. Ne, gutes Spiel, meine ich. Ist ab 18 Jahre und natürlich uncut, was natürlich das Mindeste ist. Also, warum sollte das geschnitten werden? Wie soll man ein GTA 5 schneiden? Also, ich verstehe das auch nicht. Würde gar nicht gehen, würde ich mal sagen. Nun ja. Tolles Spiel, viele Tiere gibt es auch. Die kannst du dann auch in dem Spiel, da kannst du mit den Tieren machen, was du willst. Ja, auch abknallen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war's. Bis zum nächsten Mal. Euch2Gamescom auf der PlayStation 4, Acker der junge Zocker. Und bis dann und ciao.